Der IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change und der Vorstand des IPCC sind Wissenschaftler, die aus den verschiedenen Bereichen gewählt wurden und die gleichzeitig die Weltregionen vertreten. Meine Rolle ist die eines Co-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 2 im IPCC. Und diese Arbeitsgruppe 2 beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels, mit der Verwundbarkeit von natürlichen Systemen und auch mit den Möglichkeiten von Menschen und Ökosystemen, sich an den Klimawandel anzupassen. Eigentlich kann man sagen, dass der IPCC die Grundlagen liefert für die Klimaverhandlungen, die wissenschaftlichen Grundlagen. Und die Verhandler greifen diese Aussagen auf, vorwiegend fokussiert auf die Zusammenfassung für Politiker, die vom IPCC zusammen mit den Regierungen erstellt werden. Und auf dieser Basis werden dann Klimaziele definiert. Wie geht die Menschheit mit dem Klimawandel um? Es ist eine sehr interessante Aufgabe und man trägt dazu bei, wissenschaftliches Grundlagenwissen in die Gesellschaft hineinzutragen. Auf diese Art und Weise erfährt plötzlich die eigene wissenschaftliche Arbeit eine Bedeutung, die sie vorher im Detail nicht so gehabt hat. Und das ist sehr motivierend und dann hat man vielleicht einen Beitrag geleistet für die Zukunft der Menschheit, wenn man es so großskalig formulieren will. Ozeane bedecken 70% der Erdoberfläche und sind damit eine wichtige Komponente im Erdsystem. Die Ozeane nehmen einen Großteil des CO2 auf und auf diese Art und Weise minimieren sie den Klimawandel für uns. Und gleichzeitig sind die Ozeane große Ökosysteme, die sehr empfindlich auf den Klimawandel reagieren und das müssen wir ernst nehmen. Die Ozeane spielen jetzt auch in den Klimaverhandlungen eine Rolle und das wird sich auch in den nächsten Schritten weiter fortsetzen, je mehr Detailwissen wir erarbeiten über die Auswirkungen des Klimawandels, desto mehr werden auch die Ozeane weiter einbezogen werden. Also BioAcid hat herausgefunden, wie CO2 und Erwärmung zusammenwirken können. Und wir sehen, dass die Risiken der Ozeanversauerung kombiniert mit der Ozeanerwärmung besonders stark steigen zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius. Und das bedeutet automatisch, wir sollten diese Risiken begrenzen. Und der einzige Weg, das zu tun, ist, Emissionen zu reduzieren und den CO2-Gehalt in der Atmosphäre nicht noch weiter ansteigen zu lassen. Die Konsequenzen für Entscheidungsträger aus der Ozeanversauerungsforschung lassen sich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Wir wissen so viel mittlerweile über die Auswirkungen, dass wir keinerlei Grund mehr haben, Handlungen zu verzögern, die den Klimawandel begrenzen. Wir wissen genug, um zu sagen, dass wir in eine gefährliche Klimazukunft gehen. Es ist höchste Zeit, in Aktion zu treten. Nichts tun kann keine Begründung mehr haben.